Moin meine Chiyup und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening und heute öffnen wir ein Display von Hidden Arsenal 2. Ja, die Hidden Arsenal Sets, 7 Stück gab es insgesamt in deren Laufzeit von 2009 bis 2013 ist und wir haben bereits eigentlich so gefühlt alles davon aufgemacht, aber auch nicht wirklich. Wir haben ein paar Special Editions hier, die meisten Sets irgendwie da hatten. Dann hatten wir ein paar Displays hier, die dann aber da nicht mehr da waren. Also, ja, es fehlen noch ein paar Displays. Und unter anderem ist halt das Hidden Arsenal 2, das haben wir bisher noch nicht hier aufgemacht. Hidden Arsenal 1 fehlt noch. Und wie ich auch vorhin gemerkt habe, Hidden Arsenal 5 als Display haben wir auch nicht aufgemacht. Die Special Edition ist so im Kopf geblieben, aber so, da gab es auch noch ein normales Display. Das heißt, die müssen wir nochmal irgendwann in Zukunft nachholen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf diesen Set. Da sehen wir schon hier vorne den guten DeLorean, ein sehr cooles Secret Rare hier aus diesem Set. Ich bin gespannt, wie die Pulse sein werden. Das ist eine US-amerikanische Version davon. Ich bin gespannt, wie allgemein da dann die Secrets sind. Sind die dann auch vorne wie bei uns, so wo immer direkt der Spoiler ist, oder sind die dahinter? Keine Ahnung, sehen wir mal gleich. Und ja, hoffen mal, dass wir vernünftig was aus dem Set ziehen. Und für alle, die wissen wollen, wo wir das ganze Zeug her haben, den kann ich nochmal oben hier links den Link zeigen, wo wir uns dieses ganze Zeug besorgt haben. Let's go. Let's check it out. So, gucken wir mal, ob das hier vernünftig aufging. Oh, was ist das denn hier? Ein Henkel. Das sieht man auch eher selten, dass man da einen Henkel dann for free im Display bekommt. Ich glaube, ich sollte hier auf der Ecke ausschneiden können mit meinem Fingernagel. Das haben wir. Dann können wir es hier aufreißen. So, können wir natürlich auch Naturia Ungeheuer aus dem Set kriegen, was auch ein sehr schöner Pull ist. Mal gucken. Das sind eher so wie er, das Secret Team, wenn man dann nur einmal aus dem Booster zieht. Boah. Puh. Ich bin mal gespannt, wie die Karten riechen, weil die sind aus den USA und aus einer schon etwas älteren Zeit und wow. Fühlt sich ein bisschen sehr weird an. Sind die ein bisschen verschoben oder? Das Booster Packaging ist auch irgendwie ganz anders. Huiuiui. So, dann schauen wir mal. Huiuiuiuiuiui. Mal einmal dran riechen, bitte. Einmal dran riechen. Das riecht ja ganz überhaupt. Das ist super weird. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schauen wir mal, ist die Secret vorne? Sie ist vorne. Windmill Genix. Auch so ein bisschen diesen amerikanischen Secret Rare Effekt. Ist ein bisschen heller die Karten als unsere. Genix Recycled, Worm Opera, Naturia Vane und Flamwell Baby. Natürlich, wenn es eine US-amerikanische Version ist, dann ist das natürlich auch in Englisch und nicht in Deutsch. Ist ein bisschen noch schwieriger, diese Displays jetzt heutzutage in Deutsch überhaupt dann noch ranzukriegen. Für einen humanen Preis, sagen wir es mal so. Und der war ja auch schon etwas inhuman. das heißt, nein, jetzt habe ich es so rumgedreht. Mann! Ah, Fabled Grimrow. Der ist cool, ne, glaube ich. Der konnte suchen, ne? Ja. Sehr nice. Sehr cooles Secret. Fabled Kushano. Sehr cool. Der kann sich zurück auf die Hand enden, glaube ich. Genix Spare, Worm Prince und LA of Justice Searcher. Das ist eine coole Super Rare. Also Fables würde ich auch gerne mal ausprobieren wollen. Vor allem mit den ganzen Dangers und Dark Worlds. Also ich habe das ja mit Dark Worlds und Dangers gespielt, aber ich würde gerne mal halt Fables alleine mal so ein bisschen, weil das ist ja eigentlich ein Synchro-Deck. Was natürlich ein bisschen durch die alten Regeln der Link Reigns Zeit halt ein bisschen zum Opfer gefallen ist, aber jetzt mit den ganzen neuen Kram sollte das, oder beziehungsweise alten Kram, sollte man wenigstens ein bisschen wieder was machen können. Ich möchte einen Booster hier so halb mit aufmachen, auch wenn die super weird aufgehen. So, wow. Das ist weird, dass die Farbe bis ganz oben kommt. Ich bin verwirrt. So, dann legen wir die Secrets mal nach hinten und dann können wir mal ganz normal machen. Jurek Monolove, Natria Rock, Mr. Valley, Baby Rock, Worm Milidith und dann haben wir Thermal Genix. Secret Rare, die habe ich auch noch gar nichts gesehen. Ganz viele Genix, die halt mit den Genix Controller als Material brauchen. Der ist hier aber nicht drin. Ich glaube, da war in The Shining Darkness eine Common. Keykarte zusammen mit dem Undyne, der ihn suchen kann. Da glaube ich, im selben Set, glaube ich, auch ein Common rauskam. Und eine nette Engine war für Mermails lange Zeit. Weil da gab es nette Searches dafür. Da haben wir Jurek Velo. Das ist ein sehr
coole Super Rare, leg ich mal raus. Ally of Justice Reverse Break, Naturia Vane, Ally Mind, Orjan, noch Vanillas. A high performance unit developed to enhance the artificial intelligence program of the Allies of Justice. Loaded with elements collected from a meteor found in the Swarm Nebula, it allows for highly tuned processing, but its full capacity is not yet determined. Okay. Oder determined. Okay. Sehr cool. Und dann haben wir ja Jannix Army als Secret Rare. Jerk Willow ist sehr cool, weil wenn diese Karte angreift oder angegriffen wurde und sie ein Monster durch Kampf zerstört, kann man halt ein Jurassier-Monster auf dem Deck specialen. Und das war halt, er war halt immer zusammen mit, ich glaube, das war Guaiba, war er halt immer der vierte mehr oder weniger, damit man halt immer so schnell wie möglich zwei Dinos der Stufe 4 rauskriegt, in der Sechselzeit und in der Aquarzeit, damit man halt in entsprechende Dino, also Evolzar Xyz geht, das sind ja keine Dinos, sind ja Drachen, damit man halt dort schön in die Gates rausbekommen kann. So, Wormprince, Jannix Furnace, Ally of Justice Searcher, Worm Rakuye und haben wir Worm Queen, der Secret Rare. Ja, die Worms, so ein komisches, ich weiß nicht, ob sie allgemein Flip-Decks sind, aber sie haben halt Flip-Monster unter anderem bei sich drin, die halt entsprechend Effekte triggern. Es ist halt Reptilien-based, sehr obstrus und auch nie wirklich heftig eingeschlagen, außer vielleicht, glaube ich, noch zu der Release-Zeit, da waren sie immer noch ganz lustig, da konnte man die irgendwie so noch mit Anti-Meta-Karten noch irgendwie ein bisschen vernünftig spielen, wenn man irgendwie auf die Eier gehen konnte. Worm Milidith, Naturia Cosmobeat, Worm Rakuye, Medium of the Ice Barrier und dann haben wir Geogenix. Yeah. Das sind so viele Themendecks und so viele Karten rausgekommen in den Hidden Arsenals, ne? Von 1 bis 7. So. Und richtig relevant, vor allem in den ersten 4 waren sehr wenige Karten. Das waren echt immer nur diese Coverkarten und die seltenen Karten und der Rest war immer so, was sind das für Themendecks bitte? Also wie kann man das überhaupt irgendwie sinnvoll nutzen? So dann so bei 6 und 7 rum gab es dann so ein paar interessante Themendecks, die dann vor allem bei 7 rum, da gab es quasi das gesamte Set war halt mehrere gute Themendecks drin gewesen. Dann wurde es erstmal so, das erste Mal wirklich so die Dinger da drin beachtet, aber sonst sehr viele obskure Karten, die weder ich noch viele andere heutzutage überhaupt irgendwie kennen, weil die so einfach nie irgendwo benutzt worden sind. Jannix Blast Fan, der ist cool. Ich glaube, der war interessant für irgendwelche Kombos, weil er halt Jannix vom Deck der Hand hinzufügen kann. Ich glaube, das konnte man irgendwie benutzen, wenn ich mich recht entsinne, war das irgendwie mit den Harpien, damit konnte man hier sich den Birdman holen und der konnte dann wieder was bouncen und so und dann konnte man die nochmal specialen und so, irgendwie sowas. Worm Noble, Jannix Turbine, Ally of Justice Nullifier und Naturia Leodrake. Sehr cool. Für alle, die Leo, den Hüter des Baumes, kennen, das ist so eine Variante davon. Ich glaube, die frühere Variante der Hüter ist dann schon ein bisschen die advancedere Variante vom Leodrake. Ist auch ein, was war das, ein Stufe 9er Synchro, ne? Genau. Und der Leo ist dann Stufe 10. Sehr cool. War das der Blast-Fan oder war das ein anderer? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das müsste der Blast-Fan sein. Boah. Aber der Birdman kam auch natürlich viel später raus. In Arsenal 4. So. Jannix Gaia. Wormlings. Mist Valley Baby Rock. Ally of Justice Enemy Catcher. Und dann haben wir Thermal Jannix nochmal. Das ist total lustig. So ein Feuerding, Thermal und dann ist das Ding sowas von blau. Soll es wirklich eine blaue Flamme darstellen? Das heißeste Spektrum bei einer brennenden Flamme, was man noch sehen kann. Oh, ich weiß das nicht. So. Boah, der Geruch ist ja. Boah. Also, da nehme ich lieber die heutigen Karten. Also 10.000 Mal lieber als. Der Geruch hier ist echt. Boah. Aggressiv. Ally of Justice Thunder Armor, Naturia Spider Fang, Ally of Justice Reverse Break, Jannix Spare und dann haben wir Fabled Grimrow nochmal. Sehr cool, das ist ein schönes Secret. Warte mal, ich kann ja mal zu den coolen Secrets mal, warte mal, Grimrow rauslegen. Und das war's bisher. Okay. Da gibt's auf jeden Fall noch Potenzial, würde ich sagen, oder? Oh Gott. Oh Mann. Krass, dass das irgendwie so auf der Rückseite ist. Jetzt haben wir wieder gespoilt. Mist Valley Thunderlord. Ein Secret Rare. Jurek Monolov, Geomancer of the Ice Barrier, Worm Operand, Flamwell, Grunica. So, wenn ich aufmache, muss ich hier mal auf die Vorderseite gucken, denn da
sind die Karten halt nicht sichtbar. In normalen Sets bei uns ist es halt wirklich, die sind immer andersrum drin. Also die sind dann wirklich so drin, sodass sie halt auch nach vorne gucken. Aber hier wird es halt das spoilen. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich einfach nicht nach hinten gelegt haben, das Secret. Warum muss hier vorne sein? Jurak Protops. Geomancer of the Ice Barrier. Ally of Justice Unlimited. Genix Gaia. Und dann haben wir Fabled Valkyries. Als Secret Rare. Na, wem kommt dieser Name bekannt vor, ha? Necros-Spieler? Das ist die Karte, auf dem der halt basiert. Der ist cool. Ja, einen relativ ähnlichen Effekt, auch wenn die Necros-Variante doch deutlich besser ist. Finde ich sehr cool, dass so eine Karte, so die hier halt auch doch schon ein bisschen eher obstrus ist, dann halt nachher eine Art Pseudo-Retrain oder Neuvariante bekommen hat, im Sinne von den Necros. Fand ich sehr, sehr cool, das zu sehen. Naturia Spiderfang, Genix Turbine, Naturia Rock, Ally of Justice Thunder Armor und Naturia Guardian. Sehr cool. Dann kommen wir zur zweiten Seite schon. Also, Bisher so sind die Impulse eher. Könnte deutlich besser werden. So. Fabled Lurie. Hey, das ist die erste, die wir haben. Die ist cool. Einfach. Wenn die Discarded ist, Special sie. Kennen wir ja irgendwoher heutzutage, ne? Bloß muss man da noch 7 Effekte dahinter ballern heutzutage. Genix Blast Fan. Mist Valley Falcon. Das ist auch eine Karte, die früher immer ganz interessant war, weil damals, 2010, waren die Formate halt definitiv nicht so schnell, wie sie teilweise heute sind. Und das war eine nette Karte, die man so für ganz obskure Plays nutzen könnte. Wenn man vor allem so mit permanenten Zauber- und Fallenkarten gespielt hat, die man so normalerweise nicht zurück auf die Hand geben sollen dürfte, aufgrund ihrer Effekte, und man trotzdem konnte, sowas wie man konnte sie dann halt zurückholen mit zum Beispiel irgendwie einer Wiedergeburtskarte, die so ähnlich ist, und dann die halt wieder zurückgeben auf die Hand und dann konnte man die halt nochmal benutzen zum Beispiel, oder halt irgendwelche Karten, die halt einen selbst auch ein bisschen einschränken, in seinem Spielzug dann wieder zurückgeben und dann dafür halt diesen Angriff dann halt machen können, und dann kann man halt sich erstmal von dieser Karte wieder entlocken, die man halt offen auf dem Spielfeld liegen hat. Sehr, sehr cool. Und auch ein 2000er Beatstick, der ganz nett war für etwas langsamere Decks. Und selbst wenn, dann konnte man halt das sowas auch kombinieren mit irgendwelchen Skill-Drain-Decks, einfach normal summon, hat das Ding halt keinen Nachteileffekt, kann man einfach immer einfach mit 2000er direkt angreifen. Ich leg hier mal jemand raus. Worm Prince, und dann haben wir Genix Solar. Das Voreiliges Begräbnis, ich weiß gar nicht mehr, ob damals noch Voreiliges Begräbnis halt noch schon da war, aber ich glaube, damit konnte man das halt vor allem sehr gut kombinieren. Ich bin mir nicht sicher, wann die Band worden ist, jetzt so aus dem Kopf. Weil Brian, der gab es ja auch schon im Set davor, und der konnte noch viel mehr Schabernang mit der Garde treiben. LF Justice Reverse Break, Genix Bear, Genix Blast Fan, Worm Noble und Naturia Leo Drake nochmal. Sehr cool. Ally of Justice Unlimited, Genix Gaia, Genix Doctor, Ally Mind und Mist Valley. Mist Valley Apex Avian. Holy moly, da haben wir sogar versprochen. Oh ja, das war eine Karte, die anfangs niemand so wirklich gejuckt hat. Und dann als Pendel um die Ecke kam, auf einmal alle so: den kann man ja pendeln. Und dann kann man ganz schön viel vom Gegner negaten. Und auf einmal wurde die Karte sehr beliebt und sehr gefragt. Und dann hat man halt Decks drumherum gebaut. Vor allem damals so mit den ersten Varianten von Pendelmagiern. Ich glaube, das war rund um das Jahr 2017, wo man damit halt rumgespielt. Nee, nicht 2017, Ende 2015, Anfang 2016 so rum, wo man damit halt rumgespielt hatte. Und eine Karte, die halt immer wieder, aber dann mal wieder aufkam, wo man irgendwie so ein Stufe 7er oder irgendwie so aufs Feld einfach knallen konnte, ohne sehr viele Nachteile, war dann eher mal wieder im Gespräch. Lange Zeit nicht reprintet worden, dann aber doch endlich mal, ich weiß gar nicht, in einem der letzten Holosets irgendwie als Super Rare irgendwo reprintet worden. So ein bisschen länger her, glaube ich. Und seitdem halt auch jetzt nicht mehr so krass, aber trotzdem sehr schön, den in Secret zu haben. Das ist eine sehr schöne Folie hier. Und ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob er hier überhaupt irgendwie eine Art Shortprint hat, wie die anderen, die halt so halt dann nur einmal pro Display kommen. Oder ob er einfach eine ganz normale Secret ist. Das finde ich halt dann lustig so manchmal. Das sind dann halt so solche Karten, die man denkt anfangs, die sehr obstrus sind. Und dann die man einfach dann hier reinballert ins Set, wo man denkt, wo Konami sich dann denkt, okay, die werden eh nie relevant, und dann werden sie doch relevant, und dann hat man doch ein paar Kopien mehr endlich am Stissel. Das ist schön.
wenn man dann so ein Display im Nachhinein aufmacht. LA of Justice Unlimited, Genix Gaia, LA of Justice Thunder Armor, Naturia Spider Fang. Dann haben wir LA of Justice Field Marshal als Secret Rare. Also LA of Justice, wenn ich das Deck mal irgendwann spielen will, ich muss es mal wissen, was das Zeug kann. Also, ich kenne nur Katastor, der ist der Beste. Der Rest, so, I don't know. Mist Valley Executor, LA of Justice Enemy Catcher, Fabled Kushano, sehr schön, Genix Recycled und LA of Justice Cosmic Gateway. Sehr cool. Boah, diese Picks sind so tight. Oh Gott, Spoiler. Naturia Guardian, Naturia Vane, Flamwell Baby, Jirek Protops und Geomancer of the Ice Barrier. Geo. Also mir fehlen noch die guten Synchros und wir haben auch nicht mehr so viele Booster. Wir haben noch, Gott, ich meine, die auch so ein bisschen durchgedehnt sind. Haben ja etwas längeren Weg hinter sich. Sechs Stück haben wir noch. So, zack. Naturia Beetle. Ally Mind, Naturia Cosmobeat, Fabled Lurie und Daisojo of the Ice Barrier. Oh ja, Eisbarriere. Das Meme-Deck. Das, was nichts kann, außer deren Synchros. Die können viel. Die können eine Menge. Oi. Nein, schon wieder das Spoiler, voll vergessen. Aber guck mal, solange wir spoilen, ziehen wir keine guten Karten. Ich glaube, ich sollte mit aufhören. Jirik Giganotto, Naturia Antjaw, Fabled Kushano, Wormlings und Naturia Beetle. So, keine Spoiler mehr. Ach, ziehen wir auch besser. Ach, so. Geht nach hinten. Wir haben Jirik Protops, Jirik Monolf, Naturia Spiderfang, Geomancer of the Ice Baron, Jirik Tyrannus als Secret Rare. Ja, auch bisher noch, glaube ich, gar nicht gezogen. Aber die Pulse werden noch nicht besser. Also, what? Letzten drei Packs, also. Wenn wir weder Ungeheuer noch DeLorean ziehen. Das wäre sehr traurig. Ach Gott, ich meine, jetzt zerfleddert der auf einmal. Medium of the Ice Barrier, Mist Valley Executor, Ally of Justice Enemy Catcher, Pilgrim of the Ice Barrier. Wir haben eine Synchro. Come on. Yeah, Naturia Beast. Als Secret Rare. Sehr cool. Sehr schöner Pull. Immer noch eine sehr gute und starke Karte, die wenigstens diese Einschränkung hat, dass man halt wirklich Erdemonster benutzen muss. Es gibt natürlich Karten, die sowas verändern können. Vor allem im ganz bestimmten Xyz-Monster, die es da so gibt, die den etwas einfacher machen lassen. Aber das ist schön, dass er diese Einschränkung bekommt. Ich glaube, heutzutage, wenn man so eine Karte machen würde, kann ich mir echt vorstellen, dass Konami sowas aus Versehen auch generic machen würde und das wäre einfach viel zu gut. So ist sie kinder balanced und sie hat halt auch Einschränkungen. Sie muss halt auf dem Spielfeld bleiben, damit sie erfolgreich resolven kann. Ansonsten geht sie halt flöten. Das ist halt wichtig, wenn man zum Beispiel sowas wie eine Geisteroger und Schneehase daran ankettet, dann wird ihre Annullierung gar nicht stattfinden. Und sie ist halt anfällig gegen halt, wie gesagt, Monster und Falleneffekte, was halt sehr, sehr schön ist. Oh, sehr cool. Sehr gut. Puh, da retten wir uns da tatsächlich nochmal hier. Am Ende noch die Gutfuss. Komm, jetzt noch. Na, den DeLorean dazu. Für unsere Loops. Für unsere Fruit Loops. So. Genix Turbine. Flamwell Baby. LA of Justice Searcher. Wormillidith. Na. Oh, Mist Valley Thunderlord. Als Secret Rare. Okay. Letztes Pack. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Genix Turbine, Ally of Justice Nullfire, Naturia Rosewhip, Mist Valley Falcon als Super. Und dann haben wir zum Schluss ein Fabled Galabas. Als Secret Rare. Ich würde sagen, wir gehen zum Recap und sehen uns dann gleich wieder. Falsche Reihenfolge. Egal. Bei den coolen Super Rares haben wir ja zweimal den Mist Valley Falcon und einmal den Jirik Valo.
Oder Velo. Dann bei den Secret Rares haben wir ein Tyrannus, eine Queen, eine Army, eine Solar, zwei Guardians, ein Daisojo, ein Gateway, ein Galavas, dann zwei Leodrax bei den Synchros, ein Valkyros, ein Field Marshal, ein Giganotto, zwei Thunderlords, ein Windmill, ein Geo und zwei Thermal Genix. Und bei den coolen Secret Rares haben wir Sommer, Fabled Grimrow. Schade, Playset wäre cooler gewesen, aber schon, trotzdem eigentlich nicht so schlecht. Ein Mist Valley Apex Avian und ein Naturia Ungeheuer. Ah, schade. Wäre das perfekte Display gewesen, hätten wir noch den DeLorean dazugezogen. Aber man kann ja auch nicht alles haben und ich muss sagen, das Set war mal interessant zu sehen. Sehr viele Karten, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, die ich mir wahrscheinlich mal irgendwann mal angucken werde und mal gucken, ob wir mal irgendwelche Decks dazu bauen werden. Ansonsten, glaube ich, ganz gelungenes und abwechslungsreiches Opening mit sehr vielen unbekannten Karten für viele Spieler. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.